Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Eines der wichtigsten und auch stärksten spirituellen Werkzeuge ist es tatsächlich, Nein zu sagen. Das Wort Nein ist eines der wichtigsten und eines der stärksten spirituellen Werkzeuge. Ich kenne sehr, sehr viele Menschen um mich herum und ich selber gehöre auch dazu, die Spiritualität tatsächlich falsch verstehen. Die denken, jetzt bin ich spirituell, jetzt muss ich jedem, der danach fragt, etwas Geld geben, ich muss Zeit machen für alle, ich muss für alle da sein und ich darf nicht Nein sagen. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich Grenzen setzen kann, wenn ich es schaffe, für mich selbst da zu sein und auch für mich selbst mich zu entscheiden für meinen Weg, für das, was ich bin, für meine eigene Seele, dann schaffe ich es auch, Nein zu sagen. Ja klar, also das Wort Nein und die Situation ist natürlich nicht so ganz einfach. Wenn es Menschen gibt, die zum Beispiel meine Hilfe brauchen, die sagen, kannst du mal bitte hier mit anfassen oder kannst du mal etwas für mich tun? Natürlich, das ist nicht das Nein, welches ich meine. Ich meine das wirkliche Nein. Das Nein, welches Grenzen setzt. Die meisten Menschen hier auf dieser Erde, die meisten, haben tatsächlich große Schwierigkeiten, Grenzen zu setzen. Und auch Menschen, von denen wir glauben, dass sie einfach Grenzen setzen können, dass sie es schaffen. Ne? Manche Menschen können das einfacher. Die sagen Nein bis hierher und nicht weiter. Oder die tun und lassen das, was sie wollen. Nein, nein. Oft sind das auch gerade die Menschen, die genauso wie die Menschen, die immer nur Ja sagen, Schwierigkeiten haben, ihre Grenzen zu setzen. Es geht tatsächlich um meine spirituellen Grenzen. Um die Grenzen, die dazu führen, dass ich Dinge tue, die ich normalerweise nicht tun würde. Und es gibt auch zum Beispiel sogar auch Regierungsleiter oder Menschen, die in der Geschichte als ganz, ganz große Bösewichte eingegangen sind, von denen wir glauben, ja, die haben immer nur das getan, wo sie an sich selbst gedacht haben, wo sie nicht Nein gesagt haben, wo sie Nein gesagt haben zu anderen Menschen. Es ist aber nicht der Fall. Nein sagen heißt vor allen Dingen auch Nein sagen zum Ego. Es heißt, sich entscheiden für die eigene Seele. Es heißt, da zu sein, für das, was ich wirklich bin. Und das Ego ist natürlich sehr stark, es übertrumpft. Und es wird damit gearbeitet, hier in unserer Gesellschaft, sehr, sehr gerne, mit diesem Ego und auch mit diesem, naja, du brauchst ja eigentlich gar nicht Nein zu sagen. Die Werbung macht da unglaublich geschickt, macht die da ein Spiel daraus, ne? Weil ich es mir wert bin. Weil ich es mir wert bin. Ihr kennt diesen Spruch aus der Werbung. Er wird benutzt von einem ganz großen Kosmetikkonzern, vor allen Dingen für Frauen. Ja, wir Frauen sind ja oft ein bisschen unsicher über unsere Fältchen und unser Aussehen und unsere Haare und, weil ich es mir wert bin. Schaffe ich es da, in einer solchen Situation Nein zu sagen? Ja, manchmal brauche ich es, ne? Manchmal brauche ich auch ein neues Shampoo oder irgendetwas. Aber in einem Moment, wo ich tatsächlich der Verführung praktisch ausgesetzt bin. Verführung ist überall und die Verführung zielt immer nur auf das Ego. Es wird aber versucht, uns weiß zu machen, dass es um unsere Seele geht. Aber es ist letztendlich tatsächlich das Ego. Was tut mir wirklich gut? Wir suchen sehr, sehr oft Freude. Ja, der Mensch braucht Freude. Wir sind hier, um Freude zu haben, um Freude zu erleben. Aber das, was wirkliche Freude ist, das, was wirklich meiner Seele gut tut und das, was eine falsche Freude ist, das, was dem Ego gut tut, das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Wir suchen die Freude sehr oft im Außen. Und wenn wir dann wirklich auch eine große Herausforderung haben oder irgendeine Auseinandersetzung oder irgendetwas, was uns nicht passt, was uns nicht gefällt, dann versuchen wir sehr, sehr oft tatsächlich da im Außen eine Freude zu suchen. Wir lenken uns ab.
Viel besser wäre es tatsächlich hinzuschauen, genau hinzuschauen und zu sagen, was ist das jetzt, was dafür sorgt, dass ich mich nicht gut fühle und was ist das, was dafür sorgt, dass ich jetzt so unglaublich gerne eine Ablenkung habe. Dass ich mir zum Beispiel jetzt ein Bonbon nehme oder ein Stück Schokolade oder vielleicht sogar online shoppe. Ja, inzwischen auch wirklich zu einer Sucht geworden bei sehr, sehr vielen Menschen. Ja, es gibt viele Süchte, wir haben schon öfter darüber geredet. Und es gibt auch die Sucht Kaufsucht, ja. Kaufsucht gibt es als Sucht, genauso wie Spielsucht oder wie die Sucht nach Alkohol oder nach irgendwelchen Drogen. Und dadurch, dass wir jetzt in einer Gesellschaft leben, wo sich das so sehr verändert hat, gibt es immer mehr diese Sucht, wo ich ins Internet gehe und mit einem Klick habe ich schon etwas bestellt. Manchmal sogar wirklich vollkommen unüberlegt. Was auch für viele Menschen, nicht nur gesellschaftlich, sondern auch für viele Menschen in ihrem persönlichen Leben zu ganz, ganz großen Schwierigkeiten führt. Was ist das, was dafür sorgt, dass ich nicht in mich hineinschaue, sondern dass ich mir tatsächlich die Freude oder manchmal auch die Ablenkung im Außen suche? Was ist das? Es lohnt sich genau hinzuschauen. Warum habe ich jetzt dieses Gefühl? Was genau ist da? Und manche von uns stehen auf mit diesem Gefühl. Und andere entwickeln dieses Gefühl im Laufe des Tages. Es ist so wichtig morgens, wenn ich aufstehe, das allererste, was ich tue, ist, mich zu bedanken. Bedanken dafür, dass ich noch atmen kann, dass ich noch hier bin, dass ich Luft holen kann. Das Luftholen, das Atmen, so 99,99% der Zeit denken wir überhaupt nicht darüber nach. Wir atmen einfach. Es geht nur, geht ganz einfach. Luft rein, Luft raus, Luft rein, Luft raus. Den ganzen Tag über. Fast niemand denkt die ganze Zeit darüber nach, wie oder ob er überhaupt atmen kann. Wir denken erst darüber nach, wenn es nicht mehr so selbstverständlich ist. Wenn wir es nicht mehr können. Wenn wir schwierig Luft holen können. Wenn wir, wie ich, in diesem Jahr so wie nie zuvor, und ich jammere nicht oder klage nicht, sondern ich stelle es nur fest, wie nie zuvor Heuschnupfen. Die ganze Zeit irgendetwas in der Nase. Die ganze Zeit unterbricht irgendetwas das. Aber komischerweise nur hier. Wenn ich im Süden bin, in südlichen Ländern oder sogar, na, in London hatte ich es auch. Aber wenn ich zum Beispiel auf der Insel Lanzarote, keine Sekunde eine verstopfte Nase. Tja, vielleicht ist das ein Zeichen des Schöpfers oder wirklich ein Hinweis, dass ich umziehen sollte. Aber ja, gut, ihr wisst, ich versuche es immer wieder für bestimmte Zeiten, aber irgendetwas zieht mich immer hierher zurück, im Süden, in den Süden der Niederlande, in die Grenzregion. Was ist das? Ist es die Bequemlichkeit? Ist es die Angst? Ist es etwas anderes? Das habe ich noch nicht rausgefunden. Aber es lohnt sich wirklich immer ganz genau hinzuschauen. Gerade wenn Gefühle da sind, die ich nicht mag. Wenn Gefühle da sind, wo ich denke, dieses Gefühl gefällt mir ganz und gar nicht. Wo kommt es her? Was macht es jetzt gerade mit mir? Es macht mit mir, dass ich mich ablenken möchte. Es macht mit mir, dass ich eine innere Unruhe habe. Es macht mit mir, dass ich böse bin. Oder es macht mit mir, dass ich traurig bin, mich verletzt fühle oder was auch immer. Schaut genau hin und fühlt dieses Gefühl. Es ist so wichtig, wirklich sich dann zurückzuziehen. Zurückzuziehen von allem und zu sagen, ich brauche jetzt diese Zeit für mich. Nein, ich habe keine Zeit für andere Dinge. Ich brauche diese Zeit für mich, um genau festzustellen, woher es kommt, wo es mir auch wehtut, ja, wo es mir auch ein ungutes Gefühl gibt. Ist es das wirklich die Seele oder ist mein Ego verletzt? Auch das sind oft zwei ganz verschiedene Dinge. Sucht die Ablenkung nicht oder sucht auch die Freude nicht im Außen. Ja, natürlich, eine leckere Tasse Cappuccino, richtig frisch gebrüht oder ne, eine wunderbare Tasse Tee,
Eine Blume, die gerade aufgeht, eine Rose, die gerade aufgeht, der Geruch einer Rose, das sind die Ablenkungen im Außen oder die Freuden im Außen, das sind aber die wahren Freuden. Das sind die Freuden, die unserer Seele gut tun. Der Duft einer Rose, der Duft einer frischen Tasse Kaffee, das Knuddeln mit meinem Haustier oder mit meinem Kind oder mit meinem Enkelkind. Für die Menschen da sein, das tut der Seele gut. Keine Seele auf dieser Erde hat gejubelt, wenn sie in der Fußgängerzone an einem überfüllten Samstag von Geschäft zu Geschäft rennt. Es wird uns versucht einzureden, dass uns das gut tut. Und ja, wir lassen uns gerne ablenken, damit wir nicht zum Kern gehen brauchen, damit wir nicht dahin gehen brauchen, wo es wirklich drauf ankommt. So viele Menschen suchen nicht die Freude, sondern suchen nur die Ablenkung, damit sie sich nicht damit beschäftigen müssen. Danke, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.